Häuser bieten den Menschen zuallererst mal ein Dach über dem Kopf, eine Behausung. Manchmal dienen sie auch der Repräsentation von Reichtum und Macht. Und derzeit sind sie gefragt, wie lange nicht als Geldanlage. Häuser können aber auch Geschichten erzählen. Über ihre Erbauer und deren Zeit. Über ihre wechselnden Bewohner und das, was die in ihnen erlebt haben. Manche dieser Geschichten sind alltäglich und unspektakulär. Manche spannend wie ein Krimi, andere traurig. Um besondere Immobilien geht es heute in Alpha Demokratie weltweit. Herzlich willkommen. Frankreich ist wie kaum ein anderes Land mit historischen Gebäuden gesegnet. Diese instand zu halten ist allerdings teuer und auch die Mittel des Staates, dem viele solcher Bauten gehören, sind begrenzt. Deshalb hat man sich für einen ungewöhnlichen Weg entschieden, um den Erhalt sicherzustellen. Marseille ist eine der berühmtesten Postkartenansichten von Frankreich. Das ganze Jahr über zieht sie Touristen an, die hier das Mittelmeer-Flair genießen wollen. Nur wenige hundert Meter von der Hafenpromenade entfernt zeigt sich, was passiert, wenn Immobilienbesitzer ihren Besitz vernachlässigen. Er wird baufällig. Im Herbst 2018 stürzten hier zwei Häuser ein, 8 Menschen starben. Tausende Gebäude in den umliegenden Gassen sind ähnlich marode und trotzdem bewohnt. Die Mieter können sich keine andere Wohnung leisten. Den Abwasch macht Maulida jeden Tag mit einem mulmigen Gefühl. Sie hat Angst vor ihrem Vermieter, daher möchte sie nicht erkannt werden. Ich schlafe abends nicht. Beim kleinsten Geräusch denke ich, dass die Decke runterfällt, auf meinen Kopf. Sie zeigt uns Videos. Letztes Jahr gab es einen riesigen Knall. Die Decke von Maulidas Küche brach durch, begrub den ganzen Raum unter Schutt. Sie war im Nebenzimmer, zum Glück. Feuerwehrleute holten sie aus ihrer Wohnung. Es tut im Herzen weh, wenn ich das sehe. Wenn ich da drin gewesen wäre. Ein paar Straßen weiter treffen wir Cyril Giraudoux. Er berät Menschen in schwierigen Wohnsituationen. Wir sind mit ihm im Zentrum von Marseille. Häuser wie diese gibt es in der Stadt überall. 40.000 Wohnungen gelten als unbewohnbar. Diese Häuser wurden evakuiert. Diese Gebäude sind eine Gefahr für Bewohner und Passanten. Deshalb ist die Straße abgesichert worden. Damit, wenn Teile des Gebäudes oder gar das ganze Gebäude einstürzt, die Menschen auf der Straße geschützt sind. Das soll nicht wieder passieren. Das Trauma von Marseille. Im November 2018 stürzten zwei Häuser mitten im Zentrum ein, obwohl vorher bekannt war, wie marode sie sind. Da keiner handelte, mussten 8 Menschen sterben. Eine Stadt in Wut über ihre Behörden, ihren Zustand. Schon damals ging Linda Larbi auf die Straße. Ihr Cousin Chérif, 36 Jahre alt, starb in den Trümmern. Er hatte bei einem Freund übernachtet. Erst 24 Stunden nach dem Einsturz hatten sie Gewissheit. Die Feuerwehr sagte, die Spürhunde waren 4 Stunden auf den Trümmern. Es ist vorbei. Da, wo es passierte, die Rue d'Aubagne, 2 Jahre danach. Linda und ihre Mutter kommen nur selten her. Wo die beiden Häuser standen, klafft noch immer eine Lücke. Die Gebäude sind eingestürzt und Marseille mit. Da ist das Elend ans Licht gekommen, was vorher versteckt war. Der Hafen, die Kirche Notre Dame, ja, Marseille ist schön. Aber es gibt dahinter eben auch eine andere Seite. Die Seite, die nur wenige Schritte vom Hafen entfernt ist. Das Zentrum von Marseille zählt zu den ärmsten Gegenden Europas. Der Verfall ist nicht mehr charmant, sondern existenziell. Die Bausubstanz ist alt, mindestens 4000 Häuser sind marode. Ein Sanierungsstau über Jahrzehnte. Misswirtschaft, Kriminalität und Klüngelei taten ihr Übriges. Eine Stadt im Verfall. Auch, weil ihre Politiker über Jahre nicht durchgriffen. Patrick Amicot ist in der neu gewählten Stadtregierung für Bauen zuständig. Marseille steht auch für das Versagen von Politikern in der Stadt seit Jahrzehnten.
Man hat lange gedacht, dass der private Immobilienmarkt das Problem löst. Also dass Menschen mit Geld die alten Wohnungen aufkaufen, die Häuser renovieren und aufwerten. Das ist aber nie eingetreten. 5000 Menschen sind seit 2 Jahren evakuiert worden. Bei weitem nicht genug. Bis zu 90.000 Menschen leben hier in unzumutbaren Verhältnissen. Die Herausforderung ist gigantisch. Die Zahl der betroffenen Häuser auch. Es wäre unseriös, diese riesige Anzahl an nötigen Arbeiten präzise zu schätzen. Aber wir müssen relativ schnell hunderte Millionen Euro investieren. Wir treffen Sozialarbeiter Cyril wieder. Er ist auf Hausbesuch bei einer Familie im Osten der Stadt. Die Wohnung ist in katastrophalem Zustand. Die Küche ist geflutet. Licht kann man nur mit dem Schraubenzieher anmachen. Überall sind Risse. Seit 2 Jahren lebt die Familie ohne warmes Wasser und ohne Heizung. Trotz 740 Euro Miete für 2,5 kleine Zimmer. Feuchtigkeit ist in diesen Wohnungen oft das Problem. Wasser, das durch das Dach kommt, durch die Fassaden, die Fenster. Das Wasser aus den Leitungen von unten in Wohnungen hochsteigt wie hier, das ist schon eher krass und selten. Jeden Tag versucht die Familie, die Wohnung irgendwie trocken zu kriegen. Zurück bei Maulida. Die heruntergebrochene Decke ist zwar repariert, am Haus selbst hat sich nichts getan. Das ist doch kein bewohnbares Haus. Das kann alles jederzeit runterfallen. Sie haben einfach alles mit Farbe zugedeckt. Maulida sucht etwas Neues. Es ist schwierig, aber die Hoffnung hat sie noch nicht aufgegeben. Als Unglückshäuser werden in Japan Immobilien bezeichnet, in denen sich der Bewohner das Leben genommen hat oder einsam gestorben ist und vielleicht Wochen oder Monate nicht entdeckt wurde. Lange Zeit galten solche Gebäude als unverkäuflich. Aber auch in Japan ist der Immobilienmarkt angespannt, die Preise klettern in die Höhe. Und so wurde auch manches Unglückshaus zur begehrten Gelegenheit. Ruhige Lage nennen das die einen, Totenstille die anderen. Es hat sich lange niemand hierher getraut. Akira Okuma will die Sache professionell angehen, aber selbst ihm wird an der Eingangstür ganz anders. Abgestandene Luft schlägt ihm entgegen. Im Wohnzimmer sieht es so aus, als sei der Bewohner eben noch hier gewesen. Okuma bringt alles ans Tageslicht. Der letzte Hausbesitzer nahm sich das Leben. Seine Leiche blieb 3 Monate lang unentdeckt. Jetzt soll Makler Okuma das Haus verkaufen. Ein Haus erzählt viel darüber, wie darin gelebt wurde. Das geht mir jedes Mal sehr nah. Die Vorstellung, wie er gestorben ist, tut mir weh. Wo der Tote lag, will Okuma den Boden austauschen lassen, vielleicht sogar bis runter aufs Fundament. Auf solche Objekte hat der Makler sich spezialisiert. In der Pandemie hat die Zahl der Suizide in Japan zugenommen. Die Wohnungen stehen leer. Aber wie verkaufen, was unverkäuflich ist? Unglückshäuser nennen sie die Orte, an denen Menschen unter tragischen Umständen gestorben sind. Sie sagen, da bleibt ein Geist oder ein Fluch zurück. Das ist so eine alte Denkweise, die immer noch stark verwurzelt ist. Deshalb will man auf keinen Fall in so einem Haus wohnen. Hier starb der letzte Bewohner an einer Krankheit. Niemand war bei ihm. Das Leben geht weiter nach dem Tod. Auch dieses Haus stand monatelang leer, nachdem der Vorbesitzer darin einsam gestorben war. Jetzt erfüllt sich Togo Sakamoto hier den Traum vom Eigenheim.
gemeinsam mit seiner Frau Yumi, beide Mitte 20. Der ganze Stolz liegt nicht eben zentral. Die Fahrt nach Tokio dauert mehr als eine Stunde und dann noch die traurige Vorgeschichte. Anfangs war ich unsicher, aber die Wohnung ist hell und ich spüre gar nichts Ungewöhnliches. Makler Okuma spricht dem jungen Paar Mut zu. Sie hätten eine vernünftige Entscheidung getroffen. Der Kaufpreis lag ein Drittel unter dem Marktniveau, nur wegen der Vorgeschichte. Yumi hatte anfangs Bedenken. Der Start ins Glück, nicht ganz frei von Unglück. Bei diesem Thema will sie lieber ihr Gesicht nicht zeigen. Dieser Vorfall damals, die Person, was wohl mit ihr passiert ist, das hat mich schon beschäftigt. Ich hatte Angst davor, dass es hier spukt. Das aber sei jetzt vergessen. Günstiger Wohnraum ist knapp in Tokio und es stehen schon genug Häuser leer in den Vororten, wo die Menschen immer älter werden und viele auch immer einsamer. Einsamkeit dürfte für die meisten Bewohner des Copa im brasilianischen São Paulo eher kein Problem sein. Mehr als 5000 Menschen leben im größten Wohnhaus der Welt. Entworfen hat es in den 1950er Jahren der Architekt Oskar Niemeyer. Zwischenzeitlich war auch dieser gigantische, 32 Stockwerke hohe Komplex mal ziemlich runtergekommen. Mittlerweile ist er wieder stolzes Wahrzeichen von Brasiliens größter Stadt und selbst eine Art kleine Stadt inmitten der 12-Millionen-Metropole. Frühmorgens im Zentrum von São Paulo eine Riesenladung Post auf dem Weg zum Empfänger. Zeitgleich im Hangar des Helikopterflughafens ein Fotograf auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Das Ziel ist das gleiche. São Paulo, Avenida Ipiranga, Numero 200. Fotograf Claudia hat schon tausende Fotos von dieser spektakulären Adresse gemacht. Dieses Mal aus der Luft. Das ominöse Gebäude hat eine eigene Postleitzahl und deshalb brauchen die Briefträger einen Kleinbus. Wie eine Welle aus Beton, das größte Wohngebäude der Welt, ein Klassiker der modernen Architektur, der Copa. Bauzeit 9 Jahre, Architekt Oskar Niemeyer. Höhe 115 Meter, Länge 140 Meter, Wohnfläche weit über 100.000 Quadratmeter. Guinness-Rekord. "85 Geschäfte und Restaurants befinden sich im Erdgeschoss und sogar eine Kirche für 3.200 Personen. Die Kundschaft wohnt nur eine Fahrstuhlfahrt entfernt. Übergabe der Post, verteilt auf die Portiers in den 6 Gebäudetrakten, 2-mal am Tag. Wer hochfährt in seine Wohnung, nimmt sich seine Briefe oder Päckchen gleich mit. Das funktioniert wie am Schnürchen." Für so einen Klotz wäre ein Hausmeister ein Treppenwitz der Architekturgeschichte. Der Copa hat über 100 von ihnen. Portiers, Schlosser, Maler, Klempner, Elektriker und Buchhalter. Severino ist der Manager für alles, was mit Sauberkeit zu tun hat. Er teilt seine Arbeitsbrigaden ein und versorgt sie mit 300 Liter Seife am Tag und mit 100 Liter Desinfektionsmittel. Block A, 20. Stock. Berufszauberer Giovanni lebt mit seinen Tauben schon seit 27 Jahren im Copa. Umgezogen ist er mehrmals, ausziehen will er nie. Dieses Gebäude lässt ihn einfach nicht los, sagt er, weil es immer Geschichten zu erzählen hat. Und die sind nicht immer zauberhaft. Ich höre plötzlich einen furchtbaren Lärm von draußen. Ich mache das Fenster auf und denke zuerst an einen Dieb, der sich über diese Sonnenblenden vom Acker macht. War es aber nicht. Es war ein kleines Kind, das hier an meinem Fenster vorbei in die Tiefe gestürzt ist, Stockwerk um Stockwerk. Durch diesen kleinen Schlitz, von fast ganz oben bis hinunter in den 12. Stock. Ein Wunder, das Kind hat überlebt.
Im realen Leben kann selbst Giovanni seinen Müll nicht einfach verschwinden lassen. Entsorgung per Plastiktüte am Hintereingang. Den Rest erledigt das Hauspersonal. In den 80ern war der Wohngigant runtergekommen. Prostituierte, Dealer, Unterwelt. Doch nach der technischen und moralischen Sanierung gehört der betagte Copain wieder zu den schicksten Adressen in Sao Paulo. Die Wohnungen gehen weg wie warme Semmeln, nicht zuletzt dank der perfekten Alltagsorganisation. Jeden Tag entsorgen und trennen wir bis zu 3 Tonnen Hausmüll. Zehn der Hausmeister arbeiten nebenbei als Feuerwehrmänner. Brandübung unter erschwerten Bedingungen. Die Feuerleiter hat 1140 Stufen. Die Rückseite des Copain. Von hier kann man die insgesamt 5000 Wohnungen zumindest erahnen. Leben im Superlativ. Von 26 Quadratmeter bis zu 217 Quadratmeter. Für jeden Geldbeutel ist was dabei. Block C, so etwa in der Mitte. Die Eigentümerin steht auf Sauberkeit. Teller, Tassen, Becher und Figuren aus Indien und Iran, China und Chile, München und Miami. Rosa Leopoldina da Costa Orlando, 92, Lehrerin für Hauswirtschaft, seit 37 Jahren in Rente. Sie liebt Schiffe und Rosen, am liebsten selbst gemalt. Und den Erbauer ihres Hauses, den liebt sie auch. Er ist für sie ein ausgemachtes Genie. Dieser Oskar Niemeyer, der hat ja die ganze Welt gestaltet. Bis hin zu Friedhöfen, das muss man sich mal vorstellen. Der hat unsere Hauptstadt Brasilia gemacht und dieses Haus. 20 Aufzüge, Severino benutzt sie einige Dutzend Mal am Tag. In einigen Gebäudeteilen ging man beim Bau des Copain in den 60er Jahren sparsam zu Werke. Dieser Aufzug ist für 2 Stockwerke zuständig. In diesem Fall für die 26. Etage, wenn man nach oben geht, und wenn man runter geht, für die 25. Einer der Blöcke hat heute immer noch den gleichen Liftantrieb wie bei der Eröffnung 1966. Severino und seine Leute könnten ihn auswechseln gegen einen modernen. Tun sie aber nicht, denn die Anlage funktioniert reibungslos. Technologie-Nostalgie im Copain, das in den 60er Jahren noch als Stolz der Moderne galt, im Herzen von Sao Paulo, der damals am schnellsten wachsenden Stadt der Welt. Heute gibt es überall modernere und höhere Gebäude, aber der Copain ist noch immer das gewaltigste und das schönste. Diese gut funktionierende, charmante Stadt inmitten des 20-Millionen-Molochs hat, nach vielen durchgestandenen stürmischen Zeiten, vor allem etwas, mit dem kein Wolkenkratzer mithalten kann. Eine Seele. Wem das Leben im Copain zu quirlig und zu hektisch ist, den erwartet jetzt der größtmögliche Kontrast. Unser letzter Beitrag führt uns nochmals nach Frankreich, auf eine winzige Insel vor der Atlantikküste nördlich von Bordeaux. Dort steht eine historische Immobilie, der älteste Leuchtturm des Landes, der bis heute in Betrieb ist. Seine Bewohner wissen die Abgeschiedenheit in der oft rauen Umgebung zu schätzen. Da entlang. Hochkonzentriert gegen den Wind. Benoit und Thomas machen sich zum Aussteigen bereit. Am Leuchtturm von Cordouan. Sie haben nur wenige Minuten. Die Flut steigt. Wir laden erstmal alles aus. Wachwechsel der Leuchtturmwärter. Der Steg steht schon unter Wasser. In den Kisten? Alles, was Thomas und Benoit für die Woche brauchen. Wenn die Tür zu ist, sind die beiden ganz allein. Ankommen im Windschatten, anpassen an einen anderen Rhythmus, auspacken in einer anderen Welt. Sobald wir hier sind, sind wir nur noch hier. Wir können uns nicht mehr groß bewegen. Wir können nicht mehr weg. Wir können uns Zeit für Dinge nehmen. Hier bin ich viel ruhiger als zu Hause. Der Leuchtturm im Südwesten Frankreichs,
Über 400 Jahre alt. Ein Denkmal. 301 Stufe. Benoit und Thomas kommen beim Hochgehen schon lange nicht mehr aus der Puste. Die beiden schauen, ob oben alles in Ordnung ist. In fast 70 Meter Höhe die Befeuerung. Die Linse ist verstaubt. Sauber machen ist angesagt. Wenn eine Sache hier blitzblank sein muss, dann ist es das. Noch heute wird der Leuchtturm zur Orientierung benutzt, trotz Satellitennavigation. Es ist immer noch wichtig, eine visuelle Hilfe zu haben. Das ist wie im Auto. Rot heißt nicht durchfahren, gefährlich. Grün heißt reinfahren, hier ist es sicher. Langsam wird es dunkel über dem Leuchtturm von Cordouan. Die Befeuerung geht automatisch an. Aufgabe der Wärter ist das schon lange nicht mehr. Trotzdem kommen die zwei oft nach oben. Ich finde das immer wieder toll, diese Lichteffekte, die entstehen, wie sich das Licht bricht. Der Lichtschein ist 40 Kilometer weit zu sehen. Rund 60 Meter tiefer. Gemeinsam essen, gemeinsam arbeiten. Ein oder zwei Wochen zu zweit. Sechs Leuchtturmwärter wechseln sich ab. Der nächste Morgen. Benoit und Thomas können nach draußen. Es ist Ebbe. Sie kämpfen sich durch den Sturm. Ein kleiner Spaziergang über das Plateau, auf dem der Leuchtturm steht. Wir haben all das für uns. Ich fühle mich hier total frei. Der Vorteil am Leuchtturm ist, dass wir gar nicht so eingesperrt sind, wie man vielleicht denkt. So oft es geht, sind die beiden um den Leuchtturm unterwegs. Im Sommer führen sie hier Touristen durch, sonst übernehmen sie kleine Reparaturarbeiten. Benoit kümmert sich regelmäßig um das Geländer. Das raue Klima ist aggressiv. Seit 9 Jahren ist der gelernte Elektriker und Bildhauer fest angestellt. Ich mag, dass man sich in dem alten Gebäude intensiv mit den Materialien beschäftigen muss. Man muss sich mit der Substanz des Leuchtturms auseinandersetzen. Diese alten Techniken sind meine Leidenschaft. Eine Etage tiefer. Thomas poliert Kupferteile. Nach dem Studium hat er auf Kreuzfahrtschiffen und in Ferienclubs gearbeitet. Durch eine Anzeige in der Zeitung ist er zufällig an den Job gekommen. Niemand würde mir sagen, polier das Kupfer oder lass es sein. Es gibt keinen, der das so bestimmen kann. Wenn ich Lust habe, erledige ich das einfach. Ich finde das eine total angenehme Atmosphäre. Es ist nicht, Montag machst du das, Dienstag das. Ich wollte genau so leben. Auf dem Leuchtturm wenig Kontakt zur Außenwelt, kaum Handynetz. Viel zusammen hier sein, weit weg von der Familie. In den Momenten, wo mir meine Frau und meine Tochter fehlen, heißt das nicht, dass ich von hier weg will. Dann würde ich gerne mit ihnen zusammen sein. Wenn meine Frau und meine Tochter hier wären, könnte ich das ganze Jahr hier sein. Uns fehlt ja nichts hier. Ihren Job als Leuchtturmwärter hier auf Cordouan möchten sie mit niemandem tauschen. Der Leuchtturm von Cordouan kann übrigens auch besichtigt werden. Vielleicht entdecken Sie bei Ihrer nächsten Reise, bei einem Ausflug oder in Ihrer Nachbarschaft auch die ein oder andere besondere Immobilie. Das war's für heute von Alpha Demokratie weltweit. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.